Hallo, einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Eine Woche später als beabsichtigt. Es gab letzte Woche technische Probleme. Deshalb konnte ich meine Buchvorstellung dort nicht ins Netz stellen. Ich war eine Minute zu lang. Das hat YouTube nicht erlaubt. Ich musste dann noch Einstellungen neu machen. Und da ich ja so ein Genie bin, habe ich wieder mein Passwort vergessen. Als übliche. Na, egal. Machen wir heute einfach etwas kürzer. Legen wir gleich los. Den ersten Roman, das erste Buch, was ich euch vorstelle, heißt Ruhrkälte von Birgit Salutzky. Ruhrkälte ist ein Krimi, der überraschenderweise hier bei uns im Ruhrgebiet spielt und einen verzwickten Kriminalfall dem Kommissar Marius Perez, einem Halbspanier, auf den Tisch legt. Eine Leiche, die nicht zugeordnet werden kann. Eine zweite Leiche, die auch völlig überraschend dort eines Todes stirbt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Kommissar war vor Ort, die zweite Person gestorben ist. Und private Probleme lassen den armen Kommissar hin und her schwanken und in seiner Psyche auch etwas, neben der Spur arbeiten. Das merken auch die Kollegen, dass das alles nicht so glatt abläuft, aber er muss sich durchbeißen, zumal seine Ex-Freundin, an der er eigentlich immer noch so ein bisschen hängt oder ein bisschen mehr hängt, heiraten will. Und das macht die ganze Sache ja für ihn nicht besser. Dann kommt dieser Mord dazu und aber oder wie er den löst, ob er ihn löst oder ob das mal endlich ein Krimi ist, wo der Fall offen bleibt. Denn das hat man ja viel zu selten. Aufgelöst werden ja die meisten Fälle. Das müsst ihr selber lesen. Es ist eine gute Unterhaltung und wer so das Ruhrgebiet mag sowieso und alle anderen, die weiter weg wohnen, können wir sehen, dass das hier auch schön ist, auch wenn es jetzt ein paar Tote gibt. Viel toter sind sie woanders, nämlich in England. Und der zweite Fall von D.I. Grace, Schwarzes Herz von Aldrich, ist genauso gut wie das Debüt, was ich euch ja schon vorgestellt habe. Aber Achtung, bitte lest erst den ersten Teil, der vor ein paar Wochen im Netz stand, und dann erst diesen, denn auch wenn es ein ganz neuer Fall ist, gibt es Verknüpfungspunkte zu dem ersten Fall, wo es besser wäre, wenn ihr den liest, dann würdet ihr das alles besser verstehen. Ansonsten geht es aber auch, wenn ihr einfach hier mit dem zweiten Buch einsteigen wollt, wieder ein sehr komplizierter Fall. D.I. Grace ist die Einzige, die sagt, es ist ein Serienmörder, während alle anderen von unterschiedlichen Mördern ausgehen. Und das Problem für sie, die Chefin, also ihre oberste Führung, nicht so ganz mit ihr einverstanden ist. Das gibt also sehr viele Reibungspunkte, weil D.I. Grace ist ja auch ein sehr emotionaler Mensch und lässt sich sehr selten was sagen, wenn es nicht in ihren Augen kompetent ist. Und die Vorgesetzte ist für sie alles andere als kompetent. So dass man an zwei Fronten kämpft, einmal den Mörder oder die Mörder zu finden und zum zweiten mit den eigenen höhergestellten Kolleginnen und Chefs, was natürlich stark an die Substanz geht, auch psychischer Art. Hinzu kommt eben noch das, was im ersten Fall mit rübergetragen wird und das ist, was das war, müsst ihr dann eben lesen. Ich empfehle euch, definitiv fangt mit dem ersten Band an. Fragt mich jetzt nicht, wie er heißt, müsste ich suchen, habe ich vergessen. Aber gibt ja erst drei Fälle, von daher ist es nicht schwierig, in der Buchhandlung den ersten Fall zu finden. Jo, dann habe ich mal was ganz anderes. Gehen wir mal weg von den Romanen. Gehen wir mal mehr in den Sachbuchbereich hinein. Es gibt Städte, da fährt man gerne hin, Städte fährt man weniger gerne hin. Wir sind gerne in Hamburg. Also nicht dauerhaft, sondern mal zum Besuch für ein paar Tage, weil Hamburg eine sehr, sehr schöne Stadt ist, eine sehr weltoffene Stadt. Und da gibt es jetzt einen Reiseführer, der etwas anders ist. Und zwar aus dem Gmeiner Verlag, ein kleiner süddeutscher Verlag, hat Anke Clausen ein Hamburg-Reiseführer geschrieben mit dem Untertitel Für Leichtmatrosen und Nachteulen. Ja, und in diesem Buch werden in vielen Kapiteln Sehenswürdigkeiten, die jeder gesehen haben muss, eben erklärt kurz, aber auch viele Geheimtipps, viele Dinge, die man so, vielleicht auch der ein oder andere echte Hamburger gar nicht so auf dem Bildschirm hat. Und das macht dieses Buch so interessant. Es ist sehr vielseitig, man kriegt tolle Tipps, also wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut mal hier rein. Und wenn ihr mal gerne nach Hamburg fragt, nehmt diesen Reiseführer mit oder diese Reisebeschreibung oder wie man es immer nennen will. Es ist kein klassischer Reiseführer mit Hotels und Restaurants, wo er hingehen soll, außer diese Geheimtipps, die dann schon mal genannt werden. Sondern es ist ein Buch rund um Hamburg. Alles, was man dort an Sehenswürdigkeiten und etwas abgelegene Sehenswürdigkeiten zu sehen bekommt, das ist in diesem Buch drin. Wirklich ganz bemerkenswert. Es gibt verschiedene Bände schon aus der Reihe, aber die ist weiter im Aufbau begriffen.
Jetzt mal ein Roman, der etwas mehr wieder in die humorvolle Richtung geht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen meines Lebens von Robert Glancy. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen geht darum, dass Frank einen Unfall hat. Der behandelnde Arzt sagt ihm, dass er die Milz wegnehmen musste. Der Unfall war also etwas schwerer, was an sich schon blöd ist natürlich, aber nicht das Schlimmste für ihn, denn er hat sein Gedächtnis verloren. Das Einzige, was er noch weiß, ist, dass er Vertragsanwalt war und sehr viel mit AGBs zu tun hat. Und die AGBs sind ja die Anmerkungen, die immer so klein gedruckt sind und die eigentlich keinen interessieren. Das Problem bei diesem Buch wird sein, es ist voll mit AGBs. Hier unten könnt ihr das sehen, immer diese Sternchen mit Anmerkungen. Und die müsst ihr lesen. Also die könnt ihr nicht weglassen, nach dem Motto, ist mir zu klein gedruckt, interessiert dich. Weil dort gibt es Hinweise, dort gibt es eben auch etwas, was uns weiterbringen wird fürs Lesen. Auch Frank wird es weiterbringen, denn er ist natürlich bestrebt, wieder zu wissen, wo er eigentlich herkommt. Und er will nun mehr wissen, als nur mit AGBs arbeiten. Wobei er sieht, also AGBs so ganz toll dürfte es nicht sein. Aber ein wunderbares Buch, sehr ironisch, sehr witzig. Wie gesagt, man muss alles lesen und zwar wirklich in der Reihenfolge, wenn das Sternchen auftaucht, sofort das AGB lesen oder den Text darunter, das uns dann weiterbringt, manchmal mit ironischen Kommentaren versehen. Also es ist schon witzig gemacht und recht schlagfertig. Tolles Buch, schöne Unterhaltung, erschienen im Drömer Verlag. Das ist auch schon ein Muss, wer gerne intelligente, lustige Sachen liest. Jo, eins habe ich noch. Diesmal kein Buch. Ja, doch ein Buch, aber kein Roman oder Sachbuch, sondern was ganz anderes. Ein Comics. Wieder aufgelegt ist die Serie Koch du Maltese, die schon Jahrzehnte alt ist. Der Verlag Schreiber und Leser hat diese Serie wieder neu aufgelegt. Es ist quasi, Hugo Pratt ist der Urvater, aus Italien stammend, der Urvater der neuen Comics-Art. Jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt es noch nicht. Diese Art von Comics. Es gibt ja die Linea Claire, also die, sagen wir mal, Tim und Struppi-Richtung und Spiro und Fantasio, die wirklich mit klaren Linien arbeitet. Und dann hier diese Graphic Novels. Vielen Dank, wer immer gerade dran gedacht hat. Das ist also der Urvater der Graphic Novels. Und wie sich das gehört, natürlich auch in Schwarz-Weiß. Ich persönlich muss mich da sehr anstrengen, weil ich Probleme habe mit meinen Augen. Dieses Schwarz-Weiß, ich muss immer die Brille ausziehen, etwas näher rangehen. Dann ist es aber toll. Es gibt auch eine kolorierte Fassung. Versucht es immer oder vergleicht es immer miteinander. Ich persönlich finde die Schwarz-Weiß besser. Und dass das wirklich unter die Rubrik hochwertige Comics fällt, wobei Comics ist ja schon der falsche Begriff, unter die hochwertigen Graphic Novels fällt, kann man daran sehen, dass das Vorwort Umberto Eco geschrieben hat. Und da muss man sagen, das ist wirklich schon eine Hausnummer. Wieder aufgelegt, 5 Bände gibt es bis jetzt, kosten knapp 30 Euro der Band. Für Fans von Comics und Graphic Novels ein Muss. Wer Koch du Maltese nicht kennt, sofort morgen losrennen und euch das angucken und eventuell auch besorgen, weil das ist wirklich eine tolle Reihe. Koch du Maltese, dieser Captain in der Südsee ohne Schiff und die kurz vor dem Ersten Weltkrieg beginnt die Geschichte 1913 und die Charaktere, die dort rumschwirren und es ist also schon sehr skurril. Ja, das war's dann mal wieder aus unserer kleinen Bibliothek hier im Ruhrgebiet. Ich hoffe, ich komme jetzt gut rüber, dass es nicht wieder technische Probleme gibt. Ihr werdet es ja sehen, wenn ihr nichts seht, wisst ihr, war wieder nichts. Wenn ihr mich seht, wisst ihr, hat geklappt. Nun ja, das war, glaube ich, jetzt überflüssig. Okay, das war's. Macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am 1. September Sonntag. Und bis dahin, macht es gut. Macht eine schöne Zeit euch und vielleicht das ein oder andere Mal lesen. Bis dann. Tschüss.